Einen Tag bevor der Gesandte sallallahu alaihi wasallam starb, gab er uns diesen bedeutenden Rat. Erwartet immer das Gute von Allah subhanahu wa ta'ala. Erwartet immer das Beste von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist äußerst wichtig. Wir kämpfen mit Trostlosigkeit. Menschen verlieren die Hoffnung. Viele sehen kein Licht am Horizont. Wir müssen unseren Iman erneuern und uns bewusst sein, an wen wir glauben. Uns an seine Macht und Großartigkeit besinnen. Er subhanahu wa ta'ala kann die dunkelste Nacht erhellen. Er subhanahu wa ta'ala kann uns aus den dramatischen Situationen erlösen. Er subhanahu wa ta'ala findet einen Weg. Du musst nur daran glauben. Wisse immer, dass Allah azza wa jal einen Ausweg für dich hat und dass Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen wird. Ein weiterer mächtiger Rat aus dem Leben des Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam ist: Bete deine Gebete, gib deine Zakat, kümmere dich um die Rechte jener Menschen, die in deiner Verantwortung stehen. Diese Prinzipien müssen das Motto unseres Lebens werden. Pflege deine Beziehung zu Allah und in erster Linie erfolgt das durch deine Gebete. Und kümmere dich um die Menschen, respektiere die Menschen und halte sie in Ehren. Kümmere dich um die Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala dir anvertraut hat. Wir werden darüber befragt werden. Wir werden über sie zur Rechenschaft gezogen werden. Wir werden die Abrechnung erhalten. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird uns Verfehlungen ihm gegenüber vergeben. Aber wenn wir die Rechte unserer Mitmenschen verletzt haben, wird uns nicht so schnell vergeben werden. Wir werden dafür büßen müssen. Achte auf deinen Charakter. Bringe deine Beziehungen in Ordnung. Lerne, Verantwortung für deine Handlungen zu übernehmen. Und für jene Menschen, die Anspruch auf dich haben. Eine Woche bevor der Prophet alayhi salatu wassalam starb, rief er nach einem befreiten Sklaven. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hatte ihm die Freiheit geschenkt. Und dieser Mann stand dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr nahe. Er sagte zu ihm: Bring mich nach Al-Baqir. Ich möchte meinen Respekt erweisen. Seine Familie war dort. Seine Kinder und seine Gefährten waren dort begraben. Ich möchte ihnen ein letztes Mal meinen Respekt erweisen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam besuchte den Friedhof und erwies seinen Respekt. Als er auf dem Rückweg war, sagte er zu seinem Begleiter: Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Diener die Wahl gegeben. Er subhanahu wa ta'ala gab mir die Wahl, in dieser Welt weiterzuleben oder diese Welt zu verlassen und zu Allah zu gehen. Sein Begleiter fing an zu weinen und sagte: Ich flehe dich an, bitte sag mir, dass du ihn subhanahu wa ta'ala gebeten hast zu bleiben. Ich brauche dich hier. Wir brauchen dich hier. Darauf sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Nein, es ist Zeit für mich zu gehen, um mit Allah subhanahu wa ta'ala zu sein. O Allah, ich möchte mit dir sein. Diesen Punkt erwähne ich nicht, um sich diesem Leben zu entsagen, sondern um zu begreifen, dass wir ein finales Ziel haben und einen Zweck im Leben. Und je mehr wir uns auf dieses finale Ziel fokussieren, je bewusster und hingebungsvoller wir das tun, desto mehr werden wir dieses Leben in Respekt und Ehre leben.